Die Zahlen liegen vor. Das ist sehr sorgfältig gerechnet. Wir haben uns sehr bewusst sehr viel Zeit gelassen zu rechnen und wir haben auch viel Geld dafür ausgegeben. Es sind über 5 Millionen Euro in Planung und Rechnung geflossen, damit die Dinge, die wir hier sagen, sorgfältig erdacht und belegt sind und jeder sich darauf verlassen kann, so kann man kalkulieren. Das ist, glaube ich, die Voraussetzung dafür, dass wir das Vertrauen haben bei den Bürgerinnen und Bürgern, dass wir ein so großes Projekt, und darum geht es ja bei Olympia, auch stemmen können. Ich denke, das, was der Bürgermeister klar und deutlich vermittelt hat, nämlich es ist so präzise geplant worden und gerechnet worden wie nie zuvor, ist eindrucksvoll erkennbar. Die Bundesrepublik Deutschland muss sich mit den Planungen auseinandersetzen, mit den Berechnungen, muss genau selber nachrechnen. Ich hätte völliges Verständnis dafür, wenn jetzt auch noch mal Gutachter darauf gucken und sich das selber anschauen, was wir gemacht haben, wie ich auch hoffe, dass die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und viele, die sich selbst als Experten aufgerufen fühlen, drauf gucken, um uns vielleicht auch Ratschläge zu geben. Habe aber keinerlei Zweifel, nachdem sowohl Thomas de Maizière als der zuständige Minister als auch die gesamte Regierung mehrfach klar und deutlich vermittelt hat, dass das Projekt Olympischer und Paralympischer Spiele eines der großen für die Zukunft sein wird, dann auch in der gebotenen Klarheit und in der gebotenen Zeit Dringlichkeit, die entsprechenden Entscheidungen miteinander diskutiert werden.